Okay. Okay, vergiss es. Ich habe wieder mittendrin irgendwo komplett versagt. Aber wenigstens glaube ich, dass ich den Takt jetzt für diese Scheiße raus habe. Ich muss mich bloß. Muss bloß vorbereitet sein, das auch zu nutzen. Ja, ich hab's. Das war ein Fehler. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe einen Fehler gemacht und ich bin bei 800.000 Punkten? Ich brauche 80.000 Punkte mehr und ich habe einen Fehler gemacht. Würdest du mich... Was? Ich brauche eine perfekte Serie und selbst dann reicht's nicht, oder was? Oder kann ich auf normal mehr Punkte kriegen? Auf Man of Easy. Anfänger. Hä? Das kann nicht euer Ernst sein. Nee, ich hab... Oder kriege ich weniger Punkte, weil ich Mickey dabei habe? Das wäre aber dämlich, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass Mickey mir mehr Punkte gibt. Deswegen habe ich mir überhaupt das eingestellt. Wenn Mickey dran schuld ist, dann werde ich den gleich mal deaktivieren, weil ich habe immer noch nicht wirklich bemerkt, was er mir bringen soll. Stell dir mal aus. Guck mal, wie es dann mit Punkten aussieht.
Aber wirklich, was soll denn das? Das war fast eine perfekte Serie. Das war ein Fehler und ich habe noch 80.000 Punkte zu wenig? Was? Auch liegt es daran, dass es irgendwo mittendrin die Serie verkackt wurde. Das kann natürlich sein. Gut, es geht wieder los. Ich hab doch genau richtig getippt. Was so? Ich verstehe es nicht. Was habe ich. Wie kann ich denn das Timing da schon wieder verkackt haben? Terra, warum hast du die nicht getroffen? Du wolltest es doch eines Tages richtig machen. Ich habe wieder verloren. An der Stelle ist es schwierig, an dieser Stelle. Ist so seltsam. Die eine Aduwampe ist nicht gelingt, die andere schon. Das verwirrt mich irgendwie. Und dann hinter der Aduwampe kommt direkt wieder ein Gegner. Daran muss ich mich erinnern. Ich hatte wieder einen Fehler. Warum war denn da jetzt ein Fehler? Ich hab doch den Takt jedes Mal eingehalten, oder nicht? Ach Mann. Komm schon. Ich habe schon wieder einen Fehler. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich schon wieder falsch gemacht haben soll.
Arrak. Oh nein. Nein! Mein Stick dreht wieder durch. Ich weiß nicht, ob... Bitte sagt mir, dass das Stick schon wieder Katastrophe macht. Jetzt geht's wieder, okay. Ich verstehe nicht, was das ist. Vielleicht ist es doch ein Spielfehler und ist nicht an meinem Stick. Ich meine, das ist irgendwie seltsam. Ich könnte nichts zerbrochen, also scheint es richtig gemacht zu haben. Das hat sich aber seltsam angefühlt. Mann, schon wieder! Jedes Mal dasselbe! Wieso? Wieso um alles in der Welt? Wieso, wieso, wieso? Wenn ich übrigens mit dem Projekt hier durch bin. Ich weiß nicht, je nachdem wie lange ich jetzt noch brauche für den Rest. Entweder werde ich dann wahrscheinlich Last of Us 2 weiter fertig aufnehmen, oder vielleicht kümmere ich mich mal endlich um den Yozora-Fight. Ja. Ich habe schon wieder diese verdammte Combo nicht geschafft. Gerade bin ich jetzt endlich mal an dem Kack vorbei und dann verkacke ich danach, Mann. Ach ja, übrigens, den Online-Modus werde ich wahrscheinlich auch für Streams aufheben. Auf jeden Fall, dass ihr euch fragt, wie es bei dem aussieht. Gegen CPUs kämpfe ich vielleicht noch im Let's Play ein bisschen, mal gucken. Aber ja, gegen Online-Spieler. Ja, nur mit Dingens. Warum? Ich meine, das sind wirklich welche der schwersten Lieder. Also es sollte nicht, nicht seltsam sein, dass ich jetzt hier wirklich lange brauche für. Ich hoffe, ihr haltet durch. Ich meine, notfalls könnt ihr auch vorspulen.
gucken, ob ich es in diesem Video schaffe. Im schlimmsten Fall habe ich das jetzt genau am Ende des Videos gesagt. Am Ende wieder. Wieder am Ende. Wieso komme ich an dieser Stelle jedes Mal ins Haspeln? Das ist genau diese Stelle. Die Stelle nach, bis nach den Ado-Wampen. Bis dahin, da komme ich immer ans Haspeln. Spätestens. Ich würde, glaube ich, denken, wenn ich das schaffe mit den Ado-Wampen, die Stelle mit den Ado-Wampen schaffe. Bläh. Würde ich eine perfekte Serie hinkriegen. Ich hab doch... jedes Mal ist es dann... Ja, genau, bis zu dieser Stelle. Bis zu dieser Stelle. Dieser eine Wächter, wenn ich den schaffe, dann hätte ich eine Chance. Ich weiß aber noch nicht, ob ich da zu früh oder zu spät drücke. Das ist das Problem. Vielleicht sollte ich mir mal die Demo anschauen. Wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee, dann könnte ich vielleicht sehen, wie viele Punkte ich kriegen kann. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt mal die Demo an. Ich möchte das jetzt mal sehen. Also für den Fall, dass ihr es noch nicht wusstet, die Demo zeigt alles perfekt. So, mal gucken. Müsste man hier auch sehen, wie viele Punkte man kriegt, oder? Dann kann ich mir ganz genau angucken, wie sie schlagen. In welchem Platz.
Jo, also es ist auf jeden Fall die Maximalpunktzahl möglich, alles klar. Okay. Verstehe schon. Es hängt also sehr viel damit zusammen, wie weit die Combo geht und wie viele Regenbogensterne ich krieg. Ne? Aber die meisten Punkte kommen wirklich am Ende erst, wenn die Combo schon recht lang ist. Okay. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, muss ich übrigens ein bisschen länger warten bei diesem einen Gegner, bei dem ich schon Probleme hatte. Also ist das vielleicht wirklich das Problem, dass ich das zu früh gedrückt habe. Ich habe wieder zu früh gedrückt. Mist. Ich dann panisch werde. Ich sehe den Gegner, ich sehe den Kreis, aber ich sehe nicht, wo der Ausfallkreis ist. Ich habe wieder den Re Jetzt habe ich den Rechten nicht geschafft. Mann. Ich will doch bloß, dass ich da in der Combo bleibe. Was, mehr ist es doch gar nicht. Nur diese eine Stelle. Warum müssen die schwersten Lieder auch die schwersten Herausforderungen haben? Wobei ich mir gerade echt unsicher bin, ob das hier wirklich eins der schwersten Lieder ist. Klar, eine perfekte Kombo ist schwer, aber ich fand das Sephiroth-Team von der Ausführung schwerer. Das ist halt ein Boss-Lied, ja. Thank you.
Oh, ich hab. Okay, gut, ich habe einen Doppelfehler gemacht. Komm. Weil ich nicht rechtzeitig alle drei Tasten gedrückt habe. Es ist so schwierig, alle drei Tasten zu drücken. Ich weiß nicht warum. Springen und dann alle drei Tasten drücken ist so seltsam. Ohne Witz. Das klingt dumm, aber es ist halt wirklich so. Ich weiß nicht warum. Ich würde gerne sagen, dass es nicht so wäre. War ich gerade komplett aus dem Takt raus. Habe mich gerade noch so gerettet. Kann ich übrigens mal anmerken, dass bei diesem einen, also wenn das zweite Mal diese Teile kommen, diese vielen Schattenlöcher hintereinander kommen, dass ich da jedes Mal Angst habe, weil da am Anfang so eine blöde Kiste ist, die eine Extranote darstellt. Und diese Extra-Note einfach dafür sorgt, dass ich bei dem ersten einen anderen Takt vorgeben muss. Als bei den folgenden. Das ist so seltsam. Kiste meine ich. Nein, weil ich versehentlich auf den Sprungknopf gekommen bin. Ach Mann, habe ich nur zu spät gesprungen. Es ist doch so schwierig. Ich bin einmal zu oft gesprungen. Deswegen bin ich nicht mal rechtzeitig hochgekommen und konnte die Kombo nicht mehr ausführen. Ach, Mann. Mein Taktgefühl ist so ein Kartoffelsalat. Jetzt mal nicht der Leckere den Eltern machen zu Weihnachten, sondern irgend so ein Mannstopp Fastfood Kartoffelsalat. Ich glaube, ich habe nicht richtig gedrückt, weil ich jetzt unsicher war. Mann. Oder ich habe wieder zu früh gedrückt. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach wirklich nicht.